muss ja die Regeln vorher festlegen. Wenn ich jetzt aus welchem Moment wieder eine 6 hätte, bist du wieder dran. Mhm. Okay. Nein! Ich kann dir die Würfel-App auch gerne bei mir draufladen. Das gibt's nicht, ne? Wie lustig. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier kannst du auch dein ausgehen. 5. Ah, oh, nee, ich muss das Facebook-Video machen. Puh, da bin ich wenigstens noch. Ja, das ist so, ne? Ja, aber du bist Single. Bam. Gut. Bestrafung. Joyce muss ein Flirt-Aufruf-Video bei Facebook posten. So. Ich hab Schiss. Also jetzt muss ich ja noch was dazu schreiben. Bitte um Hilfe. Leute, ist mir total peinlich, aber persönliches Video von mir, vielleicht könnt ihr mir helfen. LOL. Leute, ist mir zwar etwas unangenehm, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. LOL? Ja, ich hab jetzt mal Cooles noch irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie da. Leute, ist zwar etwas unangenehm. Aber was macht man nicht alles, wenn man verknallt ist? Nein! Würdest du? Ja. Oder? Aber nachher checken die das dann schon. Nein, nein, deine Fans checken das nicht. Aua. Ich weiß aber ja nicht, ich bin Schmetterling im Bauch, mir läuft's heiß und kalt. Wo auch immer runter. Ich habe keine. Nee, ich habe Leute, was. Ist zwar etwas unangenehm, aber. Vielleicht könnt ihr mir in einer persönlichen Sache helfen. Zwinker, ja. Smiley. Ja. Sache. Bin ich froh, dass ich das nicht posten muss. So, Joyce. Nein, das läuft aber noch nicht. Nein, das läuft noch nicht. Da ist noch das Würfel-App drauf. Eine 2. Jedenfalls du. Sagst du jetzt, dass du jemanden kennengelernt hast? Ja. Haben wir schon was miteinander gehabt oder war es schon mehr? War es nur knutschen oder war es schon mal, ich hab dir aus den Augen verloren? Oder? Ja, sie ist schon schwanger. Ja, das kenne ich ja normalerweise. Deswegen möchte ich ganz von vornherein die Grenzen abstellen. Nicht, dass das schon was unterwegs ist und dann. Nein, das ist so nicht haben sollen. Nee, einfach nur, du hast ihn nur gesehen und. Ich hab den gesehen, ich hab dieses Foto von ihm gemacht. Da lag ich auf dem Sofa und hab eine coole, spontane Geste gemacht und war so zufälligerweise ein Foto von. Ich wusste den Anfang, musst du nur glaubwürdig machen. Okay, aber du bist ja Schauspielerin. Also von auf jetzt! Ja, aber das ist aber ja, ich bin ja Drehbuchautorin, ne? Ja, aber ich bin Schauspielerin. Wenn du das jetzt nicht ernsthaft rüberbringst, dann weiß ich nicht, bin ich also wirklich schwarz. Das Schöne ist ja das, was wir hier drehen. Die Leute sehen das ja gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie schnell auf deiner Facebook-Seite reagiert wird. Ich glaube, das können wir schon in Minuten sehen. Oh, es läuft schon. Warte, ich mache mal auf Stopp. Speicher Video. So. Bist du bereit? Vielleicht, ich mache das nochmal. Okay, alles klar. Schauspielerin Joyce verliebt die erste. Achtung, warte. Wenn ich so mache, dann läuft's. Hallo, Peace, Leute da draußen. Heute habe ich mal ein etwas anderes Anliegen an euch. Ihr wisst, ich bin normal nicht so, ich rede nicht über meine Beziehung in Videos oder so, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich bin jetzt seit einer Woche Single und habe letztes Wochenende jemanden kennengelernt, ich bin gerade ein bisschen nervös, und der war mega süß, das war auch mein Ich möchte niemals mit dir zusammen sein, mit welcher Abgewichstheit du das hier irgendwie den Leuten verkaufst, das ist ja ekelhaft. Ich denke ja wirklich, du bist verknallt. Ja, ja, ne? Das ist ja wirklich so, hey, und sowas halt irgendwie, also wer auch immer dein Freund ist, also ich hoffe, der sieht das nicht, also das war wirklich schon ekelhaft, wie du das gemacht hast. Gut, weiter geht's. Jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. Was für ein Video von dir? Badewanne? Oh, da war gerade so eine Aufnahme von mir. Du hast aber auch nicht in mein Handy zu gucken. Ja, nee, Entschuldigung. Ich habe da meinen Arsch fotografiert mit dem blauen Fleck vom Luke-Dreh. So. Vom Luke-Dreh? Du hast von Luke einen blauen Fleck? Schlampe. Ey, jetzt sind wir gerade seit einem Wochenende zusammen und jetzt irgendwie machst du schon mit anderen Typen wieder rum und lässt dir blaue Flecken machen? Lädt. Ja, aber ganz kurz, wir sind in einer Beziehung, da muss man sich ja wohl vertrauen, da kannst du mir ja wohl mal dein Handy zeigen. Mhm. Ja, das
Das ist auch eine schöne Strafe, die Handys von dem anderen zeigen. Dann können wir dann mal bei den Fotos ein bisschen durchgucken. Voll krass, sehr voll. War da noch ein Badewannenfoto auch? Oder? Nee. Ich hab jetzt nicht geguckt, ich habe nur irgendwie Titten gesehen. Nein! Ich wusste jetzt nicht, irgendwie waren zwei kleine Schnecken oder Schamlippen, das kann man ja alles von hier nicht erkennen auf dem Handy irgendwie und sowas sein. Also es war schon. Ich habe keine Fotos ohne Unterwäsche da drauf. Nee, genau. Boah, das dauert aber hier, das WLAN ist ziemlich schlecht. Oh, 300 Leuten gefällt's? 110 Kommentare. 110 Kommentare, so ordentlich. Ne? Nach 10 Minuten ist das nicht so schlecht. Das war doch Oliver Pocher, oder? Der dürfte auch Single sein, schreiben die. Das ist vielleicht das Erste. Das ist, glaube ich, so einen schlimmen Ruf. Warte mal, da hat auch schon jemand drauf geantwortet, der hat geschrieben. Falsch, Oliver Pocher ist mit Sabine... Lisicki, kenne ich nicht. Ja. Das schreiben die Leute da drin irgendwie. Sie hat doch gesagt, wegen Ken soll kommentieren. Das ist so unnötig, dass manche hier irgendwelche Namen drunter schreiben. Immerhin muss sie die ganzen Kommentare auch lesen. Sie will den Namen wissen. Und euer tut mir leid, ich weiß nicht, bringt sie auch nicht weiter. Sehr gut, Antonia. Ja, danke schön, Antonia. Ja, das ist mal eine Hilfe hier. So verzweifelt, eine Woche Single und dann direkt Next Fragezeichen. Krawalltimi. Ist eh ein Fake. Aha, Wette verloren. Aha. Ich meine, auf dem Foto gesehen zu haben. Du hast das Foto recht kurz in die Kamera gehalten, finde ich. Vielleicht postest du es direkt nochmal auf dem Profil. Ja, da hat er recht. Das war relativ gut. Das war ja gar nicht richtig zu erkennen. Was heißt hier seit einer Woche? Joyce war in einer Beziehung. Wer war er? Ich verpasse es mal einiges anscheinend. Das habe ich geschrieben. Sieht aus wie Oliver Pocher. Dreht ihr für Loopy, Wolf und ich? Natürlich. Das ist eine verlorene Wette. Darauf wette ich ein Bier. Sieht aus wie Oliver Pocher. Frag doch deine Freundin, gesoffen. Auch gut. Sascha Kruschel. Ja, ich bin es. Auch gut. Du bist seit einer Woche Single, ich komme. Und ich hoffe, er meinte das in Form von... Na gut. Die Videos können wir ja demnächst ja auch uns mal angucken. Till Schweiger. Ja? Das war ein Kompliment. Ja, wir sind total ähnlich vom Team und so. Ich glaube, der hatte mal eine Show auf Sat 1, schreibt ihr. Till Schweiger oder ich? Das ist klar gegen mich, finde deine Fans. Bis eben fand ich es lustig, jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr so witzig. Das Bild ist der Hammer, viel Spaß bei der Suche. Oh, wie niedlich, Joyce, schreibt jemand. Klar, wir helfen dir, aber, achso. Ehenfake, okay. Süß, klar helfen wir dir. Das stinkt zum Himmel. Günther Olaf Zimmermann. Hallo, sehr gut, das ist wenigstens witzig. Manuel Neuer. Und warum hat deine Freundin ein Bild von ihm gemacht und du nicht? Da ist was faul. Ja, wahrscheinlich. Ich kann auch nicht so richtig Deutsch, ne? Das sind Leute, die dir auf die Seite schreiben. Bei mir sind nur hochgebildete Abiturienten und Leute, die halt wo nicht so viel schreiben können. Wer ist denn... Der ist schwul. Steht da. Das steht da nicht. Doch, das steht schon da, der ist schwul. Ja, aber da ist ein anderer. Ich hab's ein bisschen verfälscht jetzt, ja, okay. Ja, sieht von Weitem aus wie Scott heulen. Und der ist schwul. Okay. Ja, lustige. Ja, haben wir jetzt gesehen. Da kann ich dir leider nicht weiter. Ja. Oh. Aber viele schreiben, ich wünsche dir viel Glück. Danke. Joyce ist zu süß, um andere zu verarschen, schreibt auch jemand. Hä? Soll das ein Witz sein? Der Typ sieht ja voll aggressiv aus. Das stimmt gar nicht. Obwohl es stimmt. Zeig doch mal den Teil. Ist das ein Witz? So aggressiv bin ich gar nicht, aber zeig doch mal jetzt einen kurzen Ausschnitt, wie ich dir gegen die Brüste haue. Ich hab voll Angst jetzt vor dir. Oh, du hast mir auf die Brust gehauen. Jetzt ernsthaft? So tief hängt die... Videobeweis! Das war ein Tiefschlag, aber nicht... Nein! Okay. Aus Versehen. Wir haben hier nur so einen Teaser gedreht, ja. Ich wusste ja nicht, dass er so ausartet. Aber es ist ungefähr 50-50, ob die das glauben, ne? Ja. Als Fazit, die meisten finden es total klasse. Bis auf die finden, dass ich schwul bin, dass es ein Fake ist und dass es Til Schweiger sein könnte. Aber alle anderen finden es gut. Ja. Bäm. Ja. Bäm. Zack. Aufgabe 1.